Herr Wüst, wir wollen mit Ihnen noch auf ein anderes Thema blicken, und zwar den Tod der 12-jährigen Luise, der Sie auch erschüttert hat, uns alle. Zwei gleichaltrige Mädchen haben die Kleine, also in Freudenberg in Nordrhein-Westfalen, getötet. Und die Union fordert nun eine Debatte über eine mögliche Senkung des Alters für die Strafmündigkeit. Derzeit liegt sie ja bei 12 Jahren. An der Schule der erstochenen 12-Jährigen beginnt heute auch wieder der reguläre Unterricht. Die Bild-Zeitung berichtet, dass Luise von den Täterinnen gemobbt und schikaniert worden sei, weil sie Erwachsenen davon erzählt habe, hätten die Mädchen, früher Luises beste Freundinnen, sich dafür an ihr gerecht. Herr Wüst, kommen wir noch mal zurück auf das Thema Strafmündigkeit. Wie stehen Sie dazu, Strafmündigkeit herabsetzen, um sie wirklich verantwortlich machen zu können, junge Menschen für ihre Taten? Ja, wir reden hier ja von Jugendlichen, von sehr jungen Jugendlichen, von Kindern. Ob die Strafandrohung jetzt dazu geführt hätte, dass ein solches Verbrechen unterbleibt, das muss man sich wirklich sehr genau überlegen und sehr anschauen. Ich sage dazu heute nicht Nein zu dieser Debatte, um Gottes Willen. Man muss das sich sehr genau anschauen. Man muss auch eine solche Debatte sehr verantwortungsvoll führen. Aber bitte auf der Grundlage der Fakten dieses Falls und auch der Kriminalitätsstatistik, die uns mahnt, solche Debatten wirklich sehr ernsthaft zu führen. Denn wir sehen in der Tat einen Anstieg bei der Zahl der Tatverdächtigen in diesem Alter. Also im Bereich von Kinder- und Jugendlichen Alter 10, 12, 14 Jahre, junge Leute. Ob da das Strafrecht richtig ist oder nicht, die Mechanismen der Erziehung der Kinder- und Jugendhilfe, das muss man sich aber sehr genau anschauen. Ich finde, angesichts einer solch schlimmen Tat sind politische Schnellschüsse jetzt nicht die richtige Antwort. Aber ein Thema, das nun auch mal größer wird, ist Mobbing. Und wir alle wissen, dass das in Schulen täglich passiert. Nun hat sich Luise anscheinend vor ihrem Tod an Erwachsene gewendet, gesagt, was passiert ist. Und offenbar ist danach wenig darüber gemacht worden. Glauben Sie, dass das an Schulen in der Erziehung stärker noch mal implementiert werden muss, wie man mit Mobbing umgeht, wie man das verhindern kann? Es ist sicherlich immer richtig, sich sehr genau anzuschauen, wo wir noch besser werden können, auch in Schule, auch im Umgang von Schule mit Mobbing, auch mit Druck, der über soziale Medien aufgebaut wird. Da ist Druck auf dem Kessel. Das hört man auch von Eltern, die Kinder in dem Alter haben. Das ist völlig richtig. Es gibt Programme, es gibt Mechanismen. Jetzt muss man sich im Einzelfall anschauen, warum da was nicht funktioniert hat. Und generell ist es so, auch nach der Pandemie wird das berichtet, dass die Frustrationstoleranz gerade bei den ganz jungen Jugendlichen, bei den Kindern, insbesondere auch bei Mädchen, deutlich zurückgegangen ist. Also wir haben da eine Aufgabe mit Blick auf diesen Fall, aber auch ganz unabhängig davon. Henrik Wüst, der nordrhein-westfälische Ministerpräsident. Recht vielen Dank für das Gespräch, Herr Wüst. Danke. Sehr gerne. Schönen Tag Ihnen. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt.